FL24 Bund News, Frankfurt aktuell. Dieses Wochenende findet das 24. Libuser Drachenfest statt. Wie jedes Jahr wird auch diesmal das Spektakel für die ganze Familie auf den Oderhängen vor Libu stattfinden. Sicherlich wegen Corona etwas eingeschränkt und auf Abstand, aber die Drachen dürfen fliegen. Natürlich ist vor Ort auch wieder für gegrilltes Kaffee, Kuchen und Getränke gesorgt. Wir haben mit dem Veranstalter Christian Funk, dem Inhaber vom Drachenladen in Frankfurt-Oder, gesprochen. Er hat uns als allererstes verraten, wie man genau zu den Oderhängen kommt. Das Drachenfest ist auf der Drachenwiese und man findet die, wenn man von Frankfurt nach Lebus, der B112, folgt, ungefähr auf der Hälfte, ist rechts eine große Parkfläche, unterhalb ist die Drachenwiese, kennen eigentlich alle Frankfurter. Und keine Angst, man muss kein Profi sein, um seinen Drachen dort steigen lassen zu können. Zu unserem Drachenfest kommen natürlich hauptsächlich Familien mit ihren Kindern. Drachenfest ist auch so aufgebaut als Familienfest. Die sollen halt auf den Oder hängen da, bei schönem Wetter ein schönes Wochenende, einen schönen Tag verbringen. Sollen ihr Drachen fliegen lassen. Wie gesagt, dieses Wochenende ist super Wetter angesagt. Es wird warm, wir kriegen auch super Wind. Das wird also alles funktionieren, bis auf das wir ein bisschen Abstand halten müssen. Das Coronavirus und die Schweinepest sind bei uns natürlich ein Thema. Gibt es auch Auflagen für das Drachenfest? Noch einmal Christian Funk. Natürlich haben wir bestimmte Auflagen zu Corona-Zeiten. Findet draußen statt, das ist alles ein bisschen lockerer. Wir sollten aber 1000 Besucher nicht überschreiten. Wir werden die auch zählen und am Ende die Schranken schließen, wenn es zu viele werden. Das ist ganz sicher so. Wir müssen uns unten zwischen den Ständen ein bisschen auf Abstand einstellen und müssen auch eine Markierung machen. Es wird Scheiben geben, dass halt direkter Kontakt nicht gegeben ist. Und sollten wir den Abstand unterschreiten, müssen natürlich Masken getragen werden. Ne? So, wir werden dieses Jahr keine Kinder schminken. Das geht einfach aber zu Corona-Zeiten nicht. Aber wir werden uns trotzdem amüsieren und werden das gute Wetter dafür nutzen. Wetter ist auch ein gutes Stichwort. Was ist denn das ideale Wetter für einen guten Drachenflug? Das ideale Wetter für den Drachen ist kein Sturm und keine Flaute, also irgendwas dazwischen, vielleicht so 20 bis 25, 30 km/h Wind. Da fliegt so ziemlich alles und bleibt auch ganz gerne oben. Und es sollte natürlich Sonne scheinen, ne? Und Regen wünschen wir uns auch nicht. Das Wetter soll auch schön werden. Am Samstag nur ein paar Wolken, sonst Sonne, 21 Grad. Der Sonntag bringt uns einen wolkenlosen Himmel mit Sonne und Maxiwerten um die 21 Grad. Ja, dann viel Spaß beim Drachen steigen lassen beim 24. Libuser Drachenfest vor den Toren Frankfurts. FL24 Bund News, Frankfurt aktuell.